Also das hat diese Funktion von wegen Sperrmauer. Ja. Das heißt, dahinter wurde dicht gemacht, wurde zuerst dicht gemacht. Dahinter waren die Gräber zuerst belegt. Dann hat man diesen Riegel da eingefügt. Und diesen Riegel gleichzeitig immer tiefer gräbt, müsste man ja natürlich auf die Portale kommen, die da links ins Bauwerk reinführen. Nee, es wäre das schriftlich. Es ist statt die Mauern, wie das überall rauskommt. Nein? Ja. Ja, da. Alles sehr gut erhalten hier alles. Bis ganz hoch nach so. Und überall diese Steinmauern raus. Da sieht man auch Meißelspuren am Fels, überall. Alles künstlich gemacht, das ist reiner Steinbruch hier. Nur um die Weissachquelle in den Berg rein zu verfolgen. Einfach irre. Und wenn wir hier am Rande des Wahnsinns bewegen. Ja. Da hier auch alles drin. Ja. Und das war dann noch zum See aufgestaut, ja. Das ist, also wie in Maulbronn ist ja das genauso. Da ist ja die, ich weiß nicht, der Bach, ist das der Kronbach? Ne? Ja doch, Kronbach, Moment. Salza ist es. Pflastersteine, was da rauskommen. Und dann da aufs Schild. Da wurde alles eingeebnet.